Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin super spät dran mit meinem Lesemonat für den letzten Monat, also für den Juni. Ja, irgendwie hat sich das so ergeben. Ich war auch zwischendurch krank. Ich versuche das schon, also ich werde das schon jetzt seit 2 Wochen nicht so richtig los. Vielleicht hört man das auch noch so ein bisschen, aber es wird langsam. Und ja, deswegen hat sich das irgendwie alles so ein bisschen verzögert. Auch weil ein paar Bücher dabei sind, über die ich erstmal eine Menge nachdenken musste und das Gefühl hatte, ich kann jetzt noch gar kein Video dazu machen. Und ja, der letzte Monat war nicht ganz so buchreich wie der davor. Nachdem ich ja im Mai wahnsinnig viel Hörbuch gehört habe, war ich dann so ein bisschen hörbuchmüde und habe insgesamt deshalb nicht so viel gehört letzten Monat. Insgesamt haben wir 4 Bücher, über die wir jetzt sprechen können. Und dann lasst uns am besten gleich anfangen. Das erste Buch, worüber ich mit euch gerne sprechen möchte, ist dieses hier, nämlich Der Blumensammler von David Whitehouse, erschienen im Tropenverlag. Und das war ein Buch, manche erinnern sich vielleicht aus dem einen oder anderen Video, was ich mir schon vor, keine Ahnung wie vielen Jahren gekauft habe und eigentlich ganz euphorisch darauf war und was dann doch sehr lange auf dem Sub gelegen hat, wie das manchmal so ist. Und jetzt habe ich ja, mir das endlich mal gegriffen und ich hatte sehr hohe Erwartungen an dieses Buch. Also hier geht es um einen Mann, ich habe tatsächlich schon vergessen, wie er heißt. Peter, genau. Einer der vielen Peters auf dieser Welt. Und ja, er arbeitet als Reinigungskraft. Also er hat so eine Reinigungsfirma und also er ist seine Firma, es ist so eine Ein-Mann-Firma und man kann ihn eben zum Putzen von Wohnungen engagieren und häufig sind das aber Wohnungen, also nicht einfach nur so bei Leuten zu Hause, sondern zum Beispiel Tatorte oder sowas. Und zufällig findet er in der Bibliothek einen alten Brief, wo 6 Blumen aufgelistet sind, die super selten sind und überall auf der Welt verteilt vorkommen. Und ja, er lernt dann noch jemanden kennen und irgendwie kommen sie dann auf die Idee, um die Welt zu reisen, um diese 6 Blumen zu suchen und die Bedeutung dieser Blumen und aus diesem Brief und so das nachzuempfinden. Und ja, das hörte sich spannend an. Ich bin ja auch jemand, der sich so für so naturverbundene Themen wie Tiere und Pflanzen und so sehr interessiert und ja, auch gerne fremde Länder bereist in Büchern und so. Und ich habe mir echt viel versprochen von diesem Buch und bin leider ganz herb enttäuscht worden. Fangen wir schon mit den Protagonisten an, Peter. Und auch die anderen Personen in diesem Buch waren mir alle unsympathisch. Ich glaube, ich mochte wirklich niemanden, der hier vorkam. Und das ist wirklich sehr selten. Also meistens finde ich ja zumindest noch irgendeinen Nebencharakter, den ich mag. Aber nee. Also es gab auch nicht viele Nebencharaktere, davon abgesehen. Ja, aber wir haben hier irgendwie dann wieder so eine Dreierkonstellation, eine Frau, 2 Männer, das ist mir häufig schon zu klischeebehaftet und der andere wird dann im Verlauf des Buches natürlich irgendwie immer böser, bis es dann irgendwann eskaliert und darum geht es irgendwie viel mehr um die Beziehungen zwischen diesen 3 Leuten, als wirklich um die Suche nach diesen Blumen. Also eigentlich ist das ja die Story, die dieses ganze Buch vorantreibt und der Anlass für die Handlung. Aber immer wenn wir dann tatsächlich mal eine von diesen Pflanzen tatsächlich suchen und im besten Fall dann auch finden, dann sind diese Episoden sehr, sehr kurz. Und unverhältnismäßig kurz im Vergleich zu den anderen Bestandteilen dieses Buches und vor allem unverhältnismäßig kurz dafür, dass das eigentlich das zentrale Thema des Buches sein sollte. Und ja, ich bin da leider nicht mit warm geworden und fand es halt leider nicht so gut. Sprachlich ist das jetzt irgendwie auch nichts Herausragendes gewesen. Das muss ein Buch für mich auch nicht sein, weil ich meine, so viele Möglichkeiten, also eine Sprache ist ja auch irgendwo begrenzt. Ich finde nicht, dass jeder Autor irgendeinen neuen, noch nie dagewesenen Schreibstil erschaffen muss. Mir reicht es, wenn man es halt gut lesen kann, so, wenn es sich irgendwie schön anhört. So. Ich bin da, glaube ich, anspruchslos, außer es ist wirklich ein Schreibstil, der mir aktiv auf den Keks geht. Dann habe ich mit einem Schreibstil ein Problem, aber hier war der halt wirklich so, so auffallend unbesonders. So. Also es gibt manchmal so Bücher, die mir dadurch auffallen, dass der Schreibstil so wirklich irgendwie gar nichts hergibt. Also nicht eine schöne Formulierung, wobei ich dazu sagen muss, dass ich irgendwann auch sehr stark quer gelesen habe, weil mich dieses ganze Buch einfach überhaupt nicht mehr interessiert hat und ich einfach nur noch die Episoden mit den Pflanzen wirklich lesen wollte und den Rest habe ich dann schon viel quer gelesen. So. Ja, also das war für mich leider ein ziemlicher Reinfall und dieses Buch wird deshalb auch wieder ausziehen.
Das zweite Buch war ein Hörbuch, das war irgendwie so relativ kurz entschlossen, hatte ich mich dann irgendwie entschieden, mal nochmal irgendwas zum Islam zu lesen bzw. hören und habe mich dann für dieses Buch entschieden. Ich muss kurz den Titel ablesen, weil er etwas länger ist. Entschleiert, mein Ausbruch aus meiner radikal-islamischen Familie, mein Weg in die Freiheit von Yasmin Mohammed, wobei ich nicht ganz sicher bin, wie sie ausgesprochen werden möchte, weil sie sowohl ja, eigentlich ihre Familie kommt eigentlich aus Ägypten, sie hat aber auch viel in Kanada gelebt, also man könnte es wahrscheinlich auch Jasmine aussprechen, ich weiß nicht, wie sie selber gerne ausgesprochen werden möchte. Die Schreibweise ist aber irgendwie ja eher arabisch. Ist aber egal, so, nur falls jemand die Aussprache korrigieren möchte, kann er das gerne machen, weil ich mir da halt, wie gesagt, nicht ganz sicher bin. Und ja, der Name ist Programm. Ihre Eltern sind nach Kanada ausgewanderte Ägypter und ihre Kindheit verläuft eigentlich in relativ liberalen Bahnen. Ihr Vater war kein strenggläubiger Moslem, die haben sehr viel Freiheiten gehabt. Ihre Eltern haben sich dann aber irgendwann scheiden lassen und ihre Mutter wusste dann irgendwie nicht so richtig wohin mit sich und hat sich dann in die Religion geflüchtet und ist dann leider irgendwie an jemanden geraten, der sie dann eben auf einen sehr extremen Weg geführt hat und hat dann auch neu geheiratet und für sie und ihre Geschwister war ihre Kindheit dann wirklich die Hölle. Und sie hat immer wieder versucht, im Gegensatz zu ihrer Schwester, die sich da irgendwie mehr einfach in ihr Schicksal gefügt hat, aus diesen Zwängen auszubrechen. Und ihre Mutter hat entsprechend, oder ihre ganze, ihr Umfeld hat sie entsprechend immer versucht runterzumachen und irgendwie auf diesen Weg zu zwingen, wo sie sie haben wollen. Ist dann auch zur Heirat gezwungen worden, kommen wir später zu. Und ihr Mann war auch dann eben sehr gewalttätig und ist tatsächlich einer der Al-Qaida-Angehörigen gewesen, die den 11. September mit organisiert haben, ist deshalb später auch verhaftet worden. Und sie hat dann irgendwann aber ihren Weg für sich gefunden und ist dann aber heutzutage aktiv als Menschenrechtsaktivistin und bezeichnet sich selbst heutzutage als Ex-Muslimin. Ich würde aber weitergehen und sie sogar als Anti-Muslimin bezeichnen. Und man merkt es schon so ein bisschen, wenn man sich den englischen Titel von diesem Buch anguckt. Der heißt nämlich, ist nämlich anders als der deutsche, während der deutsche, den ich eben vorgelesen habe, ja sehr autobiografisch daherkommt, lautet der englische Titel Unveiled, How Western Liberals Empower Radical Islam. Und das ist mehr eigentlich der Schwerpunkt dieses Buches, ist natürlich auch ihre Geschichte, die unfassbar schlimm ist auch. Und ich habe auch sehr viel Respekt davor, dass sie für sich diesen Weg gefunden hat, da rauszukommen und auch in sich diese Kraft gefunden hat, das alles durchzustehen und trotzdem für sich einen Weg in die Freiheit zu finden. Auch wenn das natürlich nicht immer einfach war, auch diese Heirat überhaupt zu dem Zeitpunkt hat sie eigentlich, war sie schon so erwachsen genug, dass sie sich, also es war keine Zwangsheirat in dem Sinne, sie ist studieren gegangen, hat sich geweigert zu heiraten, aber ihre Mutter hat da so ein Dauerfeuer auf sie ausgeübt und hat ihr, und dieser eine da, der das dann letztlich geworden ist, den hat sie ihr so angepriesen und gesagt, so einen guten findest du nie wieder, bla bla, und hat sie einfach psychisch so unter Druck gesetzt, dass sie irgendwann eingeknickt ist. Woran man eben sieht, dass es, also wie psychisch ihre Mutter sie einfach auch fertig gemacht hat. Ich würde vieles von dem, was ihre Mutter getan hat, aber auch gar nicht mal auf die Religion zurückführen, sondern ihre Mutter ist einfach eine total Narzisstin und auch eine furchtbare Sadistin, die das auch richtig genießt, ihr Schaden zuzufügen und ihr schlimme Dinge anzutun. Und sehr vieles, glaube ich, auch von dem, was hier passiert, kann man nicht nur der Religion zuschreiben, weil es ja auch immer auf den einzelnen Menschen ankommt. Und dieses Buch ist vor allem sehr viel Islamkritik. Und ich kann das auch verstehen, bei dem, was sie erlebt hat, kann man da auch schwer nicht voreingenommen sein. Mein Problem, was ich habe, ist, dass sie zwar ganz, ganz am Anfang von diesem Buch einmal sagt, dass sie sich ja nur auf eine bestimmte Linie vom Islam beziehen kann, weil das die einzige ist, die sie aus ihrer Erfahrung kennt, eben diese ganz streng ausgelegte extremistische Version. Aber trotzdem pauschalisiert sie in diesem Buch alles unfassbar stark und projiziert das auf den ganzen Islam als solches und verteufelt diese gesamte Religion. Was ich ja, wie gesagt, schon irgendwie verstehen kann bei ihrem biografischen Hintergrund.
Trotzdem widerstrebt mir das so ein bisschen. Ich meine, ich bin keine Muslimin und habe keine eigenen Erfahrungen. Deswegen fällt mir das unfassbar schwer, über dieses Buch zu reden und mir irgendwie ein Urteil oder eine Meinung darüber zu bilden. Aber zum Beispiel kenne ich eben persönlich auch muslimische Frauen, die nicht unter ihrem Glauben leiden. Und also sowohl persönlich, aber zum Beispiel auch, ich erinnere mich zum Beispiel auch an Malala Yousafzai, die ja auch Muslimin ist und bei der ich jetzt nicht wirklich das Gefühl habe, dass sie darunter leidet, sondern im Gegenteil, für sie ist das, was für sie wichtig ist, was für sie auch Teil ihrer Identität ist. Und ich kenne, wie gesagt, auch persönlich Leute, die Muslime sind und unter ihrem Glauben nicht leiden, sondern wenn, dann eher darunter, dass sie hier als Muslime teilweise Diskriminierung erfahren, aber nicht durch den Glauben selber bewirkt. Gleichwohl muss man aber festhalten, dass es eben auch aber diese unterdrückerischen Strukturen in manchen Bereichen vom Islam durchaus gibt. Also auch meine Bekannte, die eben selber als Muslimin hier lebt, hat auch gesagt, sie kennt auch Frauen, die in Deutschland leben und ohne, also nicht mal ans Fenster gehen dürfen, wenn der Mann nicht zu Hause ist und die eben schon so zu Hause eingesperrt und unterdrückt werden. Und natürlich ist das schlimm, aber ich habe ein Problem damit, eben wenn jemand das pauschal auf alle Muslime ausdehnt, und weil ich für mich ist auch Religionsfreiheit irgendwie und allgemein Freiheit und Entfaltung des Einzelnen ist für was, was für mich sehr wichtig ist. Und wenn jemand glücklich damit ist, muslimisch zu sein, dann soll der bitte seinen Glauben einfach ausleben dürfen. Und ich finde, dass dann auch jemand, der selber früher Muslim war, vielleicht damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat und für sich entschieden hat, er möchte diese Religion nicht mehr, dass dann trotzdem nicht Menschen verbieten sollte, die aber glücklich damit sind. Also versteht ihr, was ich meine? Ich habe einfach ein Problem mit dieser Verallgemeinerung, weil meine persönliche Erfahrung mir sagt, dass es nicht allen so geht. Wobei ich auch anerkenne, dass es natürlich für eine muslimische Frau in einem westlichen Land wahrscheinlich einfacher ist, bestimmte Freiheiten zu haben und auch den Islam zu verlassen, wenn man das will, als in einem radikal muslimischen Land zu leben, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien. Es gibt Länder, wo darauf tatsächlich die Todesstrafe steht, und das ist ein reales Problem und das muss man auch kritisieren dürfen, natürlich. Aber ich sehe halt, dass es eben, wie gesagt, nicht überall bei allen Muslimen auf der Welt so ist. Und die viele Muslime untereinander, da gibt es ja sehr viele verschiedene Strömungen, die sich auch alle gegenseitig hassen. Und viele, also Muslime leiden auch unter dem Radikalismus anderer muslimischen Gruppen. Und ich finde, dass man das eben nicht so stark verallgemeinern kann, wie es in diesem Buch zum Teil passiert. Recht hat sie sicher auch damit, dass wir zum Teil ein Problem in der westlichen Welt damit haben, dass wir aus Angst davor, mit Rassismus konfrontiert zu werden, solchen extremen Menschen bestimmte Dinge zugestehen, die wir Nicht-Muslimen nicht zugestehen würden. Zum Beispiel ist, und das ist aus ihrer eigenen Erfahrung, was ich auch ganz, ganz schlimm fand, als sie dann tatsächlich mal, also in der Schule ist sie von einem Lehrer angesprochen worden auf Verletzungen, die sie hat, weil sie eben zu Hause wirklich schlimm misshandelt worden ist. Und das Ganze ist dann tatsächlich auch vor Gericht gegangen und dann hat das Gericht aber gesagt, naja, aber in deren Kultur ist es ja üblich und dann ist es wohl okay, wenn ein Kind dann auch mal so verprügelt wird. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Und sie sagt auch einen sehr wichtigen Satz in diesem Buch, nämlich, dass es dem Kind nicht weniger wehtut, wenn die Eltern aus einem anderen Land kommen oder aus einem anderen Kulturkreis. Natürlich, für das Kind ist es immer gleich schlimm und solche Dinge sollten nicht erlaubt werden und nicht ungestraft bleiben, egal wo die Eltern herkommen. Und genauso gibt es eben auch extreme Strömungen im Islam, dieses eben Extremistische, dass man sich selber für was Besseres hält, alle anderen sind die Ungläubigen, die eigentlich nur den Tod verdient haben. Und sie nennt zum Beispiel ein Beispiel, wo eine Frau in, ich bin mir nicht sicher, welches Land es war, ich glaube es waren die Niederlande oder Belgien oder sowas, aber quasi, dass sie noch nicht mal eingewandert war in dieses Land, sondern nur schon im Begriff war, quasi dahin einzuwandern, aber dann dahin gehen in dem Bewusstsein, dass sie was Besseres sind und dann verlangen, dass in diesem Land die Regeln für sie geändert werden. In diesem Fall ging es um die Verschleierung, weil das eben am Flughafen zur Identifizierung musste, sollte der Schleier abgenommen werden, was sie dann verweigert hat. Und dann wurden eben für diese einzelne Person komplett alle Regeln geändert, und wenn man aber nicht alles kriegt, was man will, dann wird die Rassismuskarte ausgespielt und dann wird sich in die Opferrolle gedrängt, obwohl man ja eigentlich sich über diese Personengruppe stellt, von der Mentalität her. Also
Das sind Dinge, die sind existent und die sind vielleicht auch problematisch und das ist auch wichtig, das mal anzusprechen. Das ist immer schwierig, als westliche Person sowas anzusprechen, weil man dann eben auch schnell mit diesen Rassismusvorwürfen konfrontiert wird. Deswegen ist es vielleicht auch hilfreich, wenn jemand das mal ausspricht, der selber aus diesem Kulturkreis kommt. Und zum Beispiel hat meine Bekannte, die ja selbst auch Ausländerin ist, gesagt hat, damit muss man zum Beispiel klarkommen, wenn man in ein westliches Land auswandert, was eben nicht muslimisch geprägt ist, dass man seinen Glauben und seine Kultur da vielleicht nicht eins zu eins so ausleben kann, wie man das von zu Hause kennt. Zum Beispiel kann sie auf der Arbeit ja auch nicht 5-mal am Tag beten, weil das einfach in Deutschland mit ihrem Chef und so nicht gehen würde. Das ist hier einfach nicht so üblich. Und wenn man damit ein Problem hat, dann könnte man ja auch in ein muslimisches Land gehen. Das ist was, das sie sagen kann, weil sie selber Ausländerin und selber Muslimin ist, aber ein Deutscher könnte das nicht so aussprechen. Und allein, dass ich hier sitze und das sage, ist wahrscheinlich auch schon Konfliktpotenzial genug. Ich versuche aber das gar nicht mal als meine Meinung dazu bringen, sondern als verschiedene, also ne, Dinge, die ich aus meinem Umfeld so wahrgenommen habe und verschiedene Meinungen, die ich jetzt dazu gehört habe von Betroffenen, die ich versuche hier irgendwie gegeneinander darzustellen und irgendwie in Einklang zu bringen. Ich habe das Gefühl, alles, was ich hier sage, ist irgendwie total schwammig und ich hoffe, man versteht ungefähr, worauf ich hinaus will. Worum es mir ganz wichtig halt geht, ist, dass ich überhaupt keine Kritik am Islam oder an der Religion an sich habe. Ich bin selber ein total unreligiöser Mensch, aber an sich kann Glaube für manche Personen was sehr Schönes sein, was auch Kraft gibt und Halt gibt. Und für mich ist es wichtig, dass Menschen, die einen Glauben haben, den ausleben können sollten. Aber mir ist auch wichtig, dass Menschen nicht andere Menschen schaden. Das, was die Autorin hier beschreibt aus ihrer Kindheit, ist aber natürlich ja schon länger her. Ich glaube, das war so Anfang der 80er Jahre. Und ich erinnere mich, dass wir, da war ich aber selber noch klein, irgendwie so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war in den Nachrichten mal so eine Welle, wo dann vermehrt auch über Ehrenmorde berichtet wurde und es wohl auch Urteile gegeben hat, wo Täter milder bestraft wurden oder gar nicht bestraft wurden, weil man gesagt hat, ja, das ist aber in deren Kulturkreis halt so üblich, was dann einen großen öffentlichen Aufschrei gegeben hat. Und ich glaube, von dieser Einstellung ist man inzwischen auch abgerückt. Also ich glaube, dass ein Teil von dem, was vielleicht in diesem Buch geschildert wird, auch heute gar nicht mehr diese Brisanz hat und nicht mehr so aktuell ist, wie sie es hier darstellt. Aber ich kann natürlich auch nur für meine Erfahrung, für mein Land sprechen. Ich weiß nicht, wie es anderswo auf der Welt ist. Sie führt ganz viele Beispiele auch aus verschiedenen Ländern an. Und ich glaube ihr, also sie hat ja viel mehr Menschen aus diesem Bereich kennengelernt als ich. Nur sie lernt natürlich ja auch nur Menschen kennen, die genauso darunter gelitten haben wie sie. Ich glaube, dass ihr vielleicht da ein bisschen der Weißabgleich fehlt mit Menschen, die Muslime sind, ohne darunter zu leiden und ohne anderen Menschen schlimme Dinge anzutun. Weil es gibt eben auch Muslime, die einfach in Ruhe und Frieden irgendwo leben möchten. Und das fällt hier in diesem Buch halt irgendwie so komplett hinten runter und wird eigentlich totgeschwiegen, also einfach nicht erwähnt. Deshalb empfinde ich dieses Buch schon ein Stück weit irgendwie als Meinungsmache. Und ich glaube, dass es nicht mal, dass sie das auch nicht mal verstecken will, dass es das ist, sondern das ist es ja quasi, was sie mit diesem Buch erreichen will, dass wir uns alle gegen den Islam stellen. Und das finde ich schwierig. Trotzdem ist es sehr lesenswert, einfach um ihre persönliche Geschichte zu lesen, was wirklich sehr, sehr schlimm ist. Also auch wer mit sowas Probleme hat, sollte das vielleicht nicht lesen, weil ihr, glaube ich, wirklich alles Schlimme angetan wurde, was man einem Menschen antun kann. Und das ist, wenn man da empfindlich ist, ist das, glaube ich, schwer auszuhalten. Trotzdem, wie gesagt, habe ich großen Respekt dafür. Ich weiß, dass sie heute auch glücklich verheiratet ist und auch eine Tochter hat, und das macht mich auch sehr froh, dass es ihr heute gut geht. Das wünsche ich jedem und gönne ich auch jedem. Genau, ich kann dieses Buch halt sehr schlecht bewerten, weil ich irgendwie muss ich gedanklich so diesen biografischen Teil mit diesem politischen Teil, das muss ich irgendwie für mich trennen, weil ich das eine gut finde und mit dem anderen teilweise überhaupt nicht mitgehe. Wobei sie nicht komplett Unrecht hat mit allem, was sie sagt. Das sind Sachen, die sind total wichtig und die sind auch absolut korrekt, aber eben aus meiner Sicht nicht vollständig. Und ja, das ist vielleicht so mein Fazit für dieses Buch. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich halt weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte mich eben allgemein sowohl mit dem Islam als auch mit dem Judentum noch weiter beschäftigen. Das sind so Sachen, die greife ich ab und zu mal wieder auf, einfach um da mehr Verständnis für zu kriegen. Und ja, so viel erstmal dazu. Das war so ein Buch, was mich halt gedanklich sehr lange beschäftigt hat und wo ich
ehrlich gesagt auch irgendwie Angst hatte, ein Video darüber zu machen, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass man als nicht muslimischer, weißer, westlicher Mensch sich zu dem Thema im Moment eigentlich überhaupt nicht äußern darf. Also generell finde ich, ist seit Anfang der Pandemie darf man sich eigentlich zu gar keinem Thema mehr im Internet äußern, ohne gleich zerrissen zu werden. Und ich finde, dass die Diskussionskultur, die im Internet herrscht, mittlerweile mehr als schwierig ist. Also ich möchte das gar nicht mehr als Diskussionskultur bezeichnen. Es ist eigentlich auch völlig egal, welches Thema das ist. Ich habe das Gefühl, man schreit sich eigentlich nur noch an und man kann kein Thema mehr sachlich diskutieren. Und deswegen habe ich einen gewissen Respekt, so heikle Themen überhaupt anzusprechen in meinen Videos. Ja, jetzt höre ich aber auch damit und wir widmen uns dem nächsten Buch, was dann vielleicht etwas weniger brenzlig ist. Das nächste Buch ist wieder ein Printbuch und zwar dieses hier, Wodka mit Grasgeschmack von Markus Mittmann. Das ist erschienen im China Verlag, den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, wir haben hier ja so einen Roman, der aber ein bisschen biografische Züge hat. Also hier geht es um eine Familie, die Eltern sind Vertriebene aus Schlesien gewesen und sie reisen zusammen mit ihren beiden erwachsenen Söhnen nach Polen in ihre Heimatländer, Heimatdörfer, um eben zu gucken, wie es da heute aussieht und einfach mal wieder nach Hause zurückzukehren nach dieser langen Zeit. Und wir erfahren, wie sie da als Kinder gelebt haben. Also sie waren beide Kinder, als sie vertrieben wurden, Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wir erfahren eben, wie sie diese Zeit, diese Vertreibung erlebt haben, was natürlich sehr viel schlimme und sehr emotionale Momente mit sich bringt. Aber auch die Rückkehr dann in diese Dörfer und die Rückkehr in die eigene Kindheit, das ist sehr emotionsbeladen. Auch die Menschen, die sie da treffen. Und daneben haben wir natürlich dann noch den Protagonisten und seinen Bruder als Beobachter, die eben ja quasi auf unserem Kenntnisstand sind, die noch nie da waren und die mit das quasi beobachten, was mit den Eltern passiert währenddessen und die ihren eigenen Blick auf diese Dinge haben, was eben so vor allem zum Beispiel durch den Geschichtsunterricht geprägt ist und sowas. Und das ist insgesamt schon eine gute Mischung. Ich fand, also insgesamt ist es ein sehr gutes Buch, auch sprachlich. Es gibt viele schöne Zitate hier drin. Es ist an manchen Stellen, wie gesagt, sehr emotional. Von der Handlung her hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. So die ersten 50 Seiten ist es super sprunghaft, weil wir dann in diese Situation springen und in diese Situation springen und in diese Situation springen, die miteinander gar nichts zu tun haben und wo man auch erstmal überhaupt nicht einordnen kann, wo sind wir, wann sind wir, wer ist das überhaupt. Und andere Leute hatten da, also ich habe das in einer Leserunde gelesen, das heißt, es ist ein Rezensionsexemplar vom Autor. Und ich weiß, dass da nur ganz wenig Leute waren, die damit ein Problem hatten, aber ich gehörte eben dazu. Das ist natürlich ein bisschen so ein Kunstgriff, weil natürlich die Erinnerungen, die man hat, genauso sprunghaft sind. Ich fand aber trotzdem, dass es hier für mich, also es gibt andere Bücher, wo das gut funktioniert hat für mich. Dieses gehörte halt nicht dazu. Ich bin am Anfang da nicht gut reingekommen. Das sind aber nur, wie gesagt, die ersten 50 Seiten und danach ist es ein bisschen gleichmäßiger und damit bin ich dann besser zurechtgekommen. Wir haben natürlich immer noch mal ein bisschen den Wechsel ins Früher und ins Jetzt und so, wie sich das eben ergibt, aber die Abschnitte sind länger und da kann man gut folgen. Ein paar Kritikpunkte, die ich an diesem Buch habe, ist, dass die Handlung, ja, das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Wir haben halt einfach nur diese Reise, also wir fahren halt hin, halten sich irgendwie einen Tag in Breslau auf, dann fahren sie in das eine Dorf, dann fahren sie in das andere Dorf und dann fahren sie wieder zurück. Das ist im Grunde die ganze Handlung. Und mir hat teilweise so ein bisschen der Drive gefehlt. Aber es geht, glaube ich, in diesem Buch ja eben auch mehr darum, das einfach mit den Personen zusammen zu erleben. Was auch gut funktioniert. Trotzdem hat mir da so ein bisschen irgendwie eine treibende Feder gefehlt. Und dass manche Sachen auch so nicht verständlich sind. Also ich habe das Gefühl, dieses Buch hat vor allem, also die Zielgruppe ist einfach sehr schmal, weil die Zielgruppe sind eigentlich Menschen, die das aus ihrer eigenen Familienvergangenheit heraus alles nachvollziehen können und die eigene Erinnerung haben, mit denen sie das komplettieren können. Aber Menschen wie ich, die da nichts mit zu tun haben, und ich meine, bei mir sind auch 3 von 4 Großeltern Vertriebene, aber halt nicht aus Schlesien, und das sind komplett andere Geschichten gewesen. Für mich ist das hier total neu und ich habe an ein Buch dann auch den Anspruch, dass ich das Buch verstehen kann, ohne parallel recherchieren zu müssen, um überhaupt die Handlung nachvollziehen zu können. Und da gab es eben manche Sachen, wo das aber der Fall war.
Und insbesondere bezieht sich das auch zum Beispiel auf diesen Wodka mit Grasgeschmack, weil zum der wird, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das Buch danach benannt ist, ich vermute einfach nur, weil es gut klingt, was ja im Grunde auch legitim ist. Aber der kommt dann nur vor in einer kurzen, winzigen Szene im Buch und da wird er halt erwähnt und dann aber nicht erklärt, was das denn nur ist. Und normalerweise wäre mir das wahrscheinlich nicht mal aufgefallen. Und da wäre es auch nicht so wichtig gewesen. Da hätte ich gedacht, ja, okay, dann trinken die da halt jetzt irgendwas. Aber da das Buch ja benannt danach ist, suggeriert das ja, dass das eine gewisse Wichtigkeit hat. Und wenn das das titelgebende Getränk ist, hätte ich doch schon gern noch einen Satz dazu gehabt, was das denn nun ist und warum das so wichtig ist. Und das hätte man ja auch machen können in einem Satz. Oder zum Beispiel andere Sachen, dass man das schon historisch gar nicht einordnen kann. Und das waren häufig zwar nur so Kleinigkeiten, von denen ich das in dem Moment aber schon irgendwie doof fand, dass man da so im Regen stehen gelassen wird. Und ja, das ist halt nicht viel, aber es sind einige dieser Szenen. Manche Szenen kann man sich auch streiten, gerade wenn es geht um dieses Gespringen zwischen verschiedenen Sachen, ob man das alles so gebraucht hätte. Manche davon weiß ich immer noch nicht, wozu die jetzt genau da waren. Und irgendwie muss eine Szene oder ein Dialog muss halt irgendwie in einem Buch Sinn ergeben und zur Handlung beitragen. Und gerade am Anfang vom Buch gibt es sehr viele Dialoge, die irgendwie stattfinden, aber nirgendwo hinführen, die dann einfach wieder aufhören, so dass man, dass die in dem Auto sitzen und dann fragt der Bruder irgendwie, gibt es noch ein Bonbon mit dem und dem Geschmack? Nein, ich habe nur diese Sorte, ja, dann ist gut, keine Ahnung so, warum war das jetzt wichtig, dass sie sich da jetzt über Bonbons unterhalten? Und ich verstehe schon irgendwie, was das soll, weil das einfach so Gespräche sind, die stattfinden, wenn man eine lange Zeit im Auto fährt. Aber es ändert halt nichts daran, dass das für mich in dem Moment irgendwie keinen Sinn ergeben hat und nichts zur Handlung beiträgt. Und irgendwie, keine Ahnung, einfach für mich nicht funktioniert hat an der Stelle. Eine andere Sache, das kann jetzt das Buch nicht ganz so viel dafür, sondern das war so ein bisschen die Erfahrung mit der Leserunde an sich. Die meisten Leute waren einfach super begeistert von diesem Buch, was ich auch nachvollziehen kann, weil es ist ein gutes Buch. Es gab aber eben ein paar Leute wie mich, die ab und zu auch mal irgendwas Kritisches zu sagen hatten. Und was mir nicht gefallen hat an dieser Leserunde war, dass solche Leute irgendwie so, ja, ich will nicht sagen mundtot gemacht wurden, das nicht, aber es war zumindest nicht erwünscht. Eigentlich hatte ich das Gefühl, man darf nur pure Beweihräucherung äußern und alles andere ist unerwünscht. Und das finde ich immer schade, weil das ja auch, es hat niemand geschrieben irgendwas, wo das gerechtfertigt gewesen wäre. Es hat keiner gesagt, hey, das Buch ist total scheiße oder so, sondern das war eine konstruktive Aussage auf ganz bestimmte Dinge bezogen. Hier, diese Sache hat sich mir nicht erschlossen, weil. Oder hier hätte ich es schön gefunden, wenn. Und da wurde dann immer gegen angeredet und das wurde immer invalidiert, also immer ja, quasi für nichtig erklärt. Während dann auf andere Kommentare, und das bezog sich jetzt sowohl auf den Autor als auch auf andere Teilnehmer. Aber vor allem der Autor, der dann immer sehr stark das Bedürfnis hatte, sich zu rechtfertigen und quasi dem Leser jetzt zu erklären, wieso er Unrecht hat. Zum Beispiel auch, als ich das angemerkt habe, ich hätte schön gefunden, wenn man zumindest mal mit einem Satz diesen Wodka erklärt hätte. Ja, nee, und in einem Roman, da muss man ja damit klarkommen, dass man nicht alles versteht und kann da ja keine Fußnoten reinmachen, um dann zu erklären, dass er ja aber auch schon wissenschaftliche Bücher geschrieben hat und bla bla. Aber man hätte das doch auch irgendwie in die Handlung einfügen können, dass ein Charakter das mit einem Satz erklärt oder der Protagonist das in seinen gedanklichen Ausführungen erwähnt. Und zum Beispiel gibt es ein anderes Objekt in diesem Buch, nämlich eine Mohnmühle. Eigentlich wäre es passender gewesen, das Buch die Mohnmühle zu nennen. Weil dieser Gegenstand tatsächlich in dem Buch präsent ist und immer wieder vorkommt. Und da wird auch erklärt, warum gerade diese Mohnmühle für diese Familie so eine große Bedeutung hat, dass sie die auf ihrer Flucht mitnimmt und so. Und da war es ja auch möglich, das zu erklären. Also warum sollte es da nicht auch gegangen sein? Aber da wird sich dann Zeit genommen, extra das niederzumachen, dass man keine Berechtigung hat, diese Kritik jetzt zu äußern. Und andersrum, wenn dann jemand was Positives geschrieben hat, da wird dann nochmal richtig drauf gegossen und dann gießt er sich in sehr lange Selbstbeweihräucherungen, wie geil er ist, dass er dieses Buch geschrieben hat und was er sich wie wo dabei gedacht hat und wie toll er das alles gemacht hat. Und das finde ich immer dann so ein bisschen seltsam. Ich meine, ich kann das irgendwo verstehen. Natürlich ist man als Autor total stolz auf sein Buch und freut sich auch, wenn Leute das gut finden und will vielleicht dann auch mal, wenn jemand irgendwas lobt, noch ein bisschen erklären, was man sich dazu gedacht hat. Aber das ging halt hinaus über dieses Maß, was ich noch normal finden würde. Und
ja, nimmt eben für sich in Anspruch, so wie toll er das doch alles konzipiert hat und bla bla. Und dann dachte ich irgendwann so, guess what, andere Autoren plotten ihre Bücher auch. Und ja, andere Autoren entwickeln ihre Charaktere auch. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal von diesem Buch. Und ja, ich weiß nicht, er selber scheint sich da irgendwie so in den oberen Rängen der Weltliteratur zu verorten und da sehe ich ihn halt einfach nicht. Es ist kein schlechtes Buch, es ist ein gutes Buch und viele Leute haben geschrieben, sie geben dem Buch 5 Sterne oder sie würden auch mehr als 5 Sterne geben, wenn sie könnten. Und das kann ich verstehen. Bei mir hätte es jetzt persönlich keine bekommen. Also bei mir wären es 4 gewesen, denke ich mal, wenn ich noch Sterne geben würde. Weil es war besser als mittelmäßig, aber halt kein super duper mega hat mich super vom Hocker gerissen Buch. Aber ich kann verstehen, dass Leute das sagen. Absolut okay. Aber das macht ihn halt nicht irgendwie zu diesem großen, bemerkenswerten Literaten, für den er sich selber zu halten scheint. Und das fand ich irgendwie eine unangenehme Erfahrung, diese Leserunde. Ja. Das wollte ich irgendwie gern auch noch dazu loswerden, weil das für mich irgendwie mit diesem Buch untrennbar verknüpft ist. Und jetzt kommen wir noch schnell zum letzten Buch. Mein Akku blinkt nämlich auch schon. Und zwar Die Frau ohne Namen von Greer Hendricks und, jetzt muss ich kurz gucken, Sarah Pekkanen. Ich hatte irgendwie gedacht, ich wusste irgendwie ewig nicht, was ich hören will und dachte, ich greife mir jetzt irgendeinen Thriller, das könnte man mal wieder machen. Hier geht es um Jessica, die als Kosmetikerin arbeitet, chronische Geldnot hat und dann gerät sie an eine Studie, die sehr gut bezahlt wird und dabei soll es um Fragen zur Ethik und Moral gehen. Es fängt damit an, dass sie Fragen an einem Computer beantworten soll per Chat. Dann kommen aber auch persönliche Treffen dazu und man merkt schon sehr schnell, das ist jetzt keine normale Studie. Dr. Shields, die diesen Test durchführt, also wir erleben auch immer wieder Kapitel aus deren Sicht, und man merkt schon, okay, irgendwas stimmt mit der nicht und was genau beabsichtigt die eigentlich mit diesem ganzen Treiben. Und auf der anderen Seite haben wir eben Jessica, die sehr schnell ein sehr enges Verhältnis zu Dr. Shields aufbaut, weil sie ja viele Dinge hat in ihrem Leben, die sie belasten, die sie niemandem anvertrauen kann, aber da kann sie das halt alles rauslassen, auch Schuldgefühle, die sie seit Jahren hat wegen bestimmter Sachen und so entwickelt sie sehr schnell so eine gewisse Abhängigkeit zu Dr. Shields. Und man merkt auch irgendwie so, irgendwie geht das in eine komische Richtung und es wirkt so, als würde sie ganz stark manipuliert werden, aber man versteht nicht so den Sinn und Zweck. Irgendwann kommen wir dann aber natürlich dahinter, worum es eigentlich geht. Und das war was, womit ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, das ist einfach irgendeine persönliche Besessenheit, die Dr. Shields da hat mit Jessica, aber es geht um was ganz anderes. Und ja, ich würde sagen, dieses Buch war jetzt kein Thriller in dem Sinne von, dass es ein absoluter Page-Turner war. Also irgendwie schon deshalb nicht, weil es ein Hörbuch war. Aber es war nicht so mega spannend, dass es mich so da durchgesaugt hat, obwohl es durchaus spannende Momente gab. Aber man fragt sich natürlich immer so, was dahinter steckt und man konnte es einfach gut hören. Es war aber für mich so ein Buch aus der Kategorie gut für zwischendurch und hat mich jetzt nicht so umgehauen, was glaube ich auch so ungefähr der Durchschnittsmeinung entspricht zu diesem Buch. Ja, also ich würde es vielleicht eher als Spannungsroman bezeichnen, als Thriller. Ja, aber wer sich grundsätzlich thematisch für sowas interessiert, der ist hier sicher gut aufgehoben, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich super umgehauen hat. Ja, das war's auch schon für den Lesemonat Juni. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir wie immer gerne eine Bewertung oder eine Meinung dazu da, wenn ihr eins der Bücher gelesen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.